Ja, guten Tag, wir spielen heute mal wieder ein bisschen Two Point Hospital. Ja, schauen wir mal, was heute so alles so passiert, ne? So, hier sind wir auch, ne? Ein bisschen Personalschwimmung. Vielleicht alle zwei Patienten mit Pixellose. Okay. Starte eine Marketingkampagne. Okay. Meine Marketingkampagne, das ist das Schwierigste überhaupt. Und wir haben immer noch nicht die Krankenhausattraktivität. Quatsch, Personalstimmung. So, auf jeden Fall haben wir die offene mit dem Leuchter. Perfekt, haben 75.000 direkt gesichert. So, Gipsgießer. Deprimator. So, befördere einen Mitarbeiter. Okay. Machen wir hier mal. So, Sally Pinkblades, noch aus der Nachrichtenüberblick aus dem County, wurde gerade veröffentlicht. Wo unser Krankenhaus hatte sie nichts zu sagen, außer dass er existiert. Nun, das ist immerhin etwas. Wir müssen dem Krankenhaus etwas nachhelfen, wenn die Berichterstattung über uns in Zukunft positiv sein soll, statt nur neutral, okay. So, was haben wir hier? Erhalte 200 Forschungspunkte, okay. So, machen wir hier mal Personal. Den Arzt. Wo packen wir den denn hier hin? Natürlich hier hin. So, sehr gut. Wir haben ausreichend viele Patienten der Gruppe geheilt. Das hat unseren Ruf geholfen und wir erhalten eine Belohnung. 10.000 Dollar, 10 Ruf und 10 Kudosch. Sehr gut. Die ich mal auch mal weiterbilden. Kundenbetreuung 4. Aber dich mal ruhig. So, dich machen wir hier. Als Geisterjäger. Guck mal. Oh, ein Scherenkrankenhaus. Geschätzter Krankenhausleiter, ein Scherenkrankenhaus. Es ist meine Aufgabe, Ihnen mitzuteilen, dass das Gesundheitsministerium von Two Point diesen Krankenhaus mit einem Stern bewertet hat. Wir werden umgehend untersuchen, wie es dazu kommen konnte. Aber zunächst können Sie mit Ihrem erfolgreichen, wenn auch verdächtigen Aktivitäten fortfahren. Sie können jetzt aufhören und den tropischen Süden des County genießen. Natürlich dürfen Sie auch hier bleiben, wenn Sie tatsächlich so dumm sind. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarkin Foxbridge, Gesundheitsminister. Wir haben freigeschaltet Sweetie Palms und Rocky Bay. Direkt 2. Guck mal. Was haben wir denn jetzt für neue? 2-Sterne-Krankenhaus. Personalstimmung von 75%. Ja, komm, das wollen wir nicht übertreiben, ey. Ja. Personalstimmung von 75%. Das ist wohl das Schwierigste. Alle 100 Patienten, das sollten wir hinbekommen. Aber schon ein Gehalt. Wird auf jeden Fall sehr schwierig hier. So, 50.000 Dollar nur befördern. Und wir haben einen Patienten mit Pixeliose geheilt. So, geistige Reihe haben wir abgeschlossen. Krankenhausattraktivität von 6%. Indem wir hier einfach ein paar Pflanzen wieder hinstellen. Ja. Guck mal, 75.000 Dollar. So. Also Beförderung haben wir erstmal hier. Wir haben die Forschungspunkte jetzt auch irgendwie gekriegt. Temperatur, Komfort von 80%, okay. Bilder einen Arzt aus, okay. Erstmal dich hier. Du machst hier. Und Temperaturkomfort haben wir auch. So, haben wir hier mal. Oh, Epidemiewarnung, ja, schade. Haben wir jetzt auch gar keine Lust drauf. Haben wir jetzt auch erreicht. Heile 4 Patienten mit schlechtes Bauchgefühl.
Einige Apothekenpatienten wurden aus einem Jungbo-Krankenhaus geworfen, nachdem sie sich beleidigend über Mr. McNally geäußert hatten. Sie benötigen nun weitere Behandlung. Sollen wir sie erfolgreich behandeln? Ja, wir nehmen sie mal aus. So, hier erreicht die Chauffeur mit dem Zimmerchirurgie. Das schaffen wir nicht. Das war leider minus 10 Ruf. Erreicht die Stufe Zimmer mit Chauffeur mit Zimmerstrecksal. Okay. Da haben wir die Deluxe-Entleuchter. Aber erstmal verbessern. Strecksal. Kann den hier noch reinbringen. Machen wir mal. Okay. Das war's. Kann auch Chirurgie machen. Scherndiagnose bei 5 Patienten, ja. Bilder einer Arzt aus, ja super. So, Stelldiagnose, reinige 8 Toiletten. So, dann machen wir hier mal. So, machen wir hier mal $75.000. Strecksaal. 4 von 4 Patienten. Oh. Klasse, wir konnten unsere komplette Patientengruppe heilen. Das hat unserem Ruf wirklich geholfen und wir hatten eine tolle Belohnung. Schlechtes Bauchgefühl mit Apotheke. 15 Ruf, 15 Kudos, $20.000. Ja, sehr gut. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Jasmine Odyssey hat seit ihrem Besuch hier nicht ein einziges Mal erwähnt. Naja, ein Versuch war es wert. Immerhin hat es jemand geschafft, von ihr ein Foto zu knipsen, als sie hier war. Das ist ja auch was. Wir müssen dem Krankenhaus etwas nachhelfen, wenn Promi-Besuche sich für uns lohnen sollen. Personalherausforderung verdienen $100.000, okay. So, hier auch noch. Erreicht die Stufe 4 mit Zimmer DNS-Labor. Machen wir dieses tolle Bild da. Alles vollgekleistert hier. Ja. Verdienen $100.000 haben wir geschafft. So, bilde einen Krankenpfleger aus. Okay. Krankenhausattraktivität von 60%. Ja, machen wir bilde einen Krankenpfleger aus. Machen wir hier auch. Machen wir hier, wer möchte denn hier noch? Ah, dich hier. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Dann nehmen wir dich und dann nehmen wir dich hier auch noch. Also man kann auf jeden Fall noch sehr viel Kudosch ausgeben. Okay, okay. Sag mal hier mal so. Haben wir ja. So, da haben wir ja. Start eine Marketingkampagne, okay. Das ist ganz einfach. Kampagne starten. Fertig. So. Öffnen. Ja. Aufsteigender Stern. Und hier. Yeah. Arbeitgeber des Jahres. Sehr gut. Wir machen mal alles einzeln. Keine Todesfälle. Ja, wäre auch was, wenn wir das bekommen hätten. Bestes Lehrkrankenhaus. Sehr gut. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Ja, aber schon alles. So, Bilder einkommen. Fülle 8 Verkaufsautomaten. Haben wir die alle hingeklatscht? Da haben wir doch hier, ja.
Ja, mal hier ein bisschen Hausmeister, ne? So, Notfall-DNS können wir jetzt aktuell nicht machen, weil es aktuell brennt. Heil 3% Chirurgie, ja, da wollen wir. Kann man hier auch noch ein paar Automaten hinstellen. Jeder kann einen schönen Abend veranstalten, aber nur Profis wissen, wie sie ihre Gäste wieder loswerden. Erreiche mit einem Zimmer die Stufe 5. Okay, annehmen. 25 Kudosch. Beeindruckt den VIP mit einem tollen Krankenhaus. Bürgermeisterin Tapita Winzog widerspricht der Anschuldigung, alle ihre Initiativen hätten das Wort Ding im Titel. Mit ihrer neuen Initiative, das ist nicht mein Ding, ist nicht ganz klar, ob es dabei um irgendetwas geht, aber ihr Team hat angefragt, ob sie für einen Besuch empfangen würden. Sollte das Krankenhaus sie beeindrucken, wäre das sicher gut für einen Ruf. Was meinst du? Ja, immer mal. Hast du ja entschlossen, doch zu bleiben? Notfall-DNS ist ein bisschen doof. Aber jetzt können wir es doch machen. Patienten für das DNS-Labor treffen ein. Genau. Epidemie-Warnung, ja. Schön. Und den Verkaufsautomaten werden wir wohl auch noch hinkriegen, ne? Schade, eine Marketing-Kampagne. Halt, da passiert eine Station. Wo ist hier der Marketing-Tisch? Da. Aber hier. 10 Pflanzen haben wir jetzt auch noch Gehalt. Gehalt vor allem. Starte eine Marketingkampagne wieder. Ich würde aber erstmal sagen, die Marketingkampagne, die starten wir beim nächsten Mal. Bewertet doch mal ruhig den Teil. Und bis dann. Tschüss.